Aua. Charlotte ist nett. Na dann. Schauen wir mal, was wir heute machen. Was wir heute reisen. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Oh, das Hintergrundbild ist gut. Bitte, Katja. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Na dann. Schauen wir mal, was wir uns zusammengebastelt bekommen heute. Na, ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Ja. Fenster. Ich will mal sagen, das Fenster. Sie haben ihre Versuche, die Behälter zu sichern, eingestellt. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Sanja hat gut gefrühstückt. Oh ja. Ach Mann, mein Aim. Schön. Keine bösen Wörter. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen.
Achtung, der Verraderturm. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat die Gefahr und der Helder lokalisiert. Da haben sie eine Sperre weggeschossen. Schild wieder mal. Scheiße. Ash. Gut, Monty da in der Ecke. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Zurecht, zurecht. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Aber diese Camper. Oben, ja. Mit dem Jut. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Was auch das Ding ist. Schön aus.
Also hier ist sauber bei dem Fenster. Hier ist keiner. Die sind hier um die Ecke hier. Also den Gang runter. Okay. Oh. Haben wir eine Kavera oder so? Oh. Oh, Alter, was ein Kill. Oh. Ein Gegner verbleibt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Den Behälter sichern. Da auf der scheiß Treppe sitzt der Mute. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Jetzt ist er warm. Ja. Da kann man doch nur verlieren. Ey, der zweite Kill war so geil. Ich hatte Angst, die kriegt mich und ich wechsle schnell zur Pistole. Hm. Ja, die Mannschaft hat aber scheiße. Nein, ist sie nicht, denn die. Nee, ist sie nicht, denn sie poppt ja, ne? Also ist ja der Pop. Gut, ich habe keinen von den Spielen gesehen. Na. Das muss man wirklich sagen. Die Frauen, die bleiben nicht so lange auf dem Boden rumliegen und wälzen sich durch die Gegend. Naja. Nö, aber ich habe schon öfter so Videos gesehen mit Vergleichen zwischen Männern und Frauen. Die Frauen, die kriegen Ellenbogen in die Fresse, bluten aus der Nase und spielen einfach weiter. Naja, man muss es aber so sagen, 2014 Schweinsteiger, der den Tritt ins Gesicht bekommen und trotzdem weitergemacht hat. Wir reden jetzt vom Vergleich prozentual, da sind die Frauen schon ein bisschen, 5 Sekunden bis Einsatz. Ja, ihr hattet doch nie Männerschnupfen. Schatz, kannst du meine Mutter anrufen? Aus dem Dings oben. Durch einen Dropper. Jo, moin. Geht doch. Oh, Mann. Ach ja. Ich guck den Boss noch in die Fresse. Ich so, Ja, weißt du, mit dem Glücksschuss, ey. Wir sind im Foyer, 2 Stück.
eigener Trupp wurde eliminiert. Das war nur zur Ablenkung, damit wir beschäftigt sind. Wir haben verkackt.